Hey Lieben, wir spielen Life is Strange 2 heute. Wir müssen Daniel aus der Kirche holen und wollen uns mit Jacob treffen. Und ich hoffe, dass wir Daniel gut aus der Kirche rauskriegen, weil er ist doch ziemlich eingelullt worden. Mal schauen. Okay, folgendes ist passiert. Und zwar habe ich vorhin eine Videosequenz gehabt und habe gespielt und gedacht, ich hätte aufgenommen, habe ich aber leider nicht. Das Spiel hat danach gespeichert und ich kann zu diesem Punkt nicht mehr zurückspringen. Ist ein bisschen blöd, ich könnte nur das ganze Kapitel von vorne starten. Und das möchte ich halt nicht, weil das elendlanger Part ist, den ich nochmal spielen muss. Zusammengefasst, wir haben mit unserer Mutter im Auto gesessen und wir haben uns mit Jake getroffen. Und Jake hat gesagt, dass wir Daniel da irgendwie rausholen müssen, dass wir vorsichtig sein müssen mit der Pastorin. Und dass wir seine kleine Schwester auch, dass wir seiner Schwester auch helfen müssen, die Kleine mit dem Husten. Und er sagte, wir sollen die Krankenakte von ihr finden, weil die Pastorin gesagt hat, ja, wir heilen die Kleine mit den Gebeten und so weiter. Was natürlich völliger Bullshit ist in meinen Augen. Naja, wir sollen auf jeden Fall die Krankenakte finden. Er meinte, die könnte in dem Büro der Pastorin liegen. Und dafür hilft er uns, Daniel da rauszukriegen. Die Mutter möchte jetzt Schmiere stehen, während wir da reingehen und über Walkie-Talkie mit ihr verbunden bleiben. Und Jake ist jetzt bei uns. Und ab diesem Stand spielen wir jetzt weiter. Sorry dafür, aber geht halt nicht anders. Karen? Got it. Thanks. We gotta be careful now. If anything happens, let me do the talking, okay? Yeah, of course. Let's get this over with. Okay. Okay. Dann wollen wir mal. Elizabeth's house is right behind the church, so in and out. Okay. And you sure Elizabeth will have those files on your sister? Watch out, Sean. There are people right outside. Oh, shit. How many? Okay, da ist der Vater. Also der Mann mit dem Kind. Supposed to come and go around the church once the service is over. Better to avoid them if we can. L, B und A gedrückt. Karen. Everything all right? Yeah, don't worry about me. I found the best hiding spot. And the view is kind of great. Cool. Be careful, though. You never know. Thanks, Sean. I will. Kann ich hier einfach so rein oder ist hier zu? Hier ist zu, ne? Okay, auf der einen Seite ist der Mann mit dem Kind. Auf der anderen Seite. So. Da. Did you grow up out of here? No. In another community back east. When Elizabeth came out here to start Haven Point, my folks followed her and brought me along. Hmm. Must have been hard on you. Kinda. Eight-year-olds don't want to go to church all day. Oh. Come on. Hello, young Hackerman. What are you doing here? Oh, hi. We weren't done yet. Sorry, we're in a rush. Okay. Einer von beiden hätte uns gesehen. Locked, of course. Von daher. Einer von beiden hätte uns so oder so gesehen. Der Vater war nicht beschäftigt genug, um uns nicht zu sehen, ehrlich gesagt. Was ist das? War das ein Gähn? Okay, die Hintertür ist abgeschlossen. Kann ich nicht hoch. Dann gehen wir da hinten nochmal runter, mal gucken. Hat ja auch gesagt, das Büro ist hinter der Kirche, oder? Okay. There it is. Mhm. Looks empty. Let's hope so. Luckily for us, we never close our door. A closed door is a closed heart, she says.
Dann mal rein in die gute Stube. Can't believe Daniel really lives in this depressing house. Okay. I hope they're not onto us. Let's haul ass. Where are the files? Right there, in her office. Ugh, of course it's locked. Her open door speech is just another lie. We gotta find a way in. Fuck. Think there's a key somewhere? Maybe she's too cautious not to have a spare set around. War ja klar, dass das abgeschlossen ist. Whoa. Damn. This is so artless. Are you okay, Jake? Yeah. Yeah, no. It's just so full of memories and stuff. Evenings in here must be so much fun. Okay. Er sagte, sie ist vielleicht zu vorsichtig, um Schlüssel hier zu lassen. Whoa. This place is worse than army camp. Reinheit folgt gleich auf Frömmigkeit. Daniels Haushaltspflichten. Jeden Morgen das Bett machen, Geschirr nach jedem Mal spülen, jede Woche den Flur und das Zimmer saugen, montags den Müll rausbringen, alle zwei Tage Haare waschen, mit der Sonntagswäsche helfen, jeden Tag dankbar sein. Okay. Coaxing Lesson 1. Get Daniel his favorite cereal. Was liegt hier noch? The Moat and the Bean. Hausarztpraxis Neuer Morgen. Dr. John Robert. Patientenname Lisbeth Fischer. Verschreibung Antibiotika für Hefepilzinfektionen. Advol für Stress, Dysphorie, was auch immer das ist. Nachfüllen erlaubt, Unterschrift des Arztes. Okay. Gucken, was wir hier noch finden. Da ist das Badezimmer. Daniel's haircut makes much more sense now. This is a lot of pills. Especially Correct. For someone who doesn't believe in science. Und die ein Kind mit Gebeten zu Gott heilen will. Did she teach Daniel how to play this? Nothing interesting. Schade. I swear, even her bed looks stern. Nachttisch wäre doch ein guter Platz für einen Schlüssel. Okay. What the? She's completely obsessed with his power. Daniel ist müde, nachdem er seine Gabe eingesetzt hat. Nichts gibt ihm danach Energie. Neuer Speiseplan? Er handelt eigenständig. Die Schrift treibt ihn nicht an. Mehr Gebete, mehr Lernen. Daniel schmollte heute nach dem Unterricht. Wer seine Route schont, der hasst seinen Sohn. Noch nicht, muss Gnade zeigen. Auf den Herrn vertrauen. Ich habe geweint, als ich die Wunder sah. Das Kind muss ein Gefäß sein. Was wird er uns bringen und wann? Okay, sie scheint also wirklich daran zu glauben, dass Daniel ein Geschenk Gottes ist. Oh, shit. Looks like the Reverend Mother got this letter before Jake. Jacob, danke, dass du mir von Daniel erzählt hast. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Haven Point. Bitte sag Daniel, ohne dass du ihm oder dir Schwierigkeiten einhandelst, dass seine Familie ihn nicht vergessen hat. Ich weiß nicht, wo Sean ist, aber ich hoffe, ihn auch zu finden. Ich hoffe das Beste für dich und falls du irgendetwas brauchst, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich bin hier. Pass auf dich auf, Karen. Sie abgefangen. Die olle Zicke. Schlüssel. Okay. I found a key. Good. Let's try it. Einmal Karen Bescheid sagen vielleicht. Hey. I found your letter for Jacob. Too bad Lisbeth found it first. She took it from the mail? Damn that woman. Yeah. She checks everything that comes and goes into the community. Sean. Is everything all right in there? Yes. Ich hab das jetzt mal unterbrochen. Whoa. They kicked her out of church?
Now they're thirsty. Von Michael Blum an Lisbeth Fischer gesendet. Sehr geehrte Pastorin Fischer, Michael Blum hier. Ich weiß, es ist lange her, dass wir uns unterhalten haben und dass unser letztes Gespräch nicht unbeschwert war. Trotz unserer Differenzen wussten wir alle, dass Sie eine ernstzunehmende Gläubige sind. Niemand war überrascht, dass Ihre Worte und Taten so viele Leute berührten. Ich hoffe, dass Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass wir alle stolz auf Sie sind. Doch es tut uns leid und wir schämen uns, dass wir Sie gebeten haben, die Kirche zu verlassen, ohne die Macht Ihres Glaubens zu verstehen. Wie wir uns in Erinnerung rufen müssen, können Fehler Lektionen sein. Selbst stolze Diakone sollten durch die Weisheit des Herrn Demut erfahren. Wir hoffen, dass Sie uns vergeben können und wir würden uns geehrt fühlen, wenn Sie uns einen Besuch abstatten würden, wann immer es Ihnen passt. Gott segne Sie, Michael. Okay. Don't see anything of interest. Die Pastorin raucht. She sure likes to gaze at her own success. Frühere Pastorin der Kirche des Auferstehens gründet Haven Point. Haven Point Kirche findet vermehrt Zuspruch. Ist das von Daniel? What a great fucking family portrait. Es wirkt so. Okay, wir haben den Schlüssel. Was ist hier noch? Is this Daniel's room? Yeah. Man. It's depressing. Well, Lisbeth doesn't believe in material possessions, so... Doesn't mean you need to decorate your house like a prison. I'm not surprised he kept that ugly thing. They never met. He was so glad when he found it. This is still better than that ugly white shirt she's making him wear. Müssen wir irgendwas mitnehmen, wenn wir ihn holen kommen? Mehr ist hier nicht? Krass. Spielzeug. Happy birthday, Daniel. He looks happy. Fuck. I can't believe I missed it. Dann wär's an seinem Geburtstag nicht glücklich, ne? Is she forcing him to do this? Why is he accepting all that? Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Okay. Shit. People are really all over his power. Liebster Daniel. So much for secrecy. Liebster Daniel, ich weiß, dass du dies vielleicht nie liest, aber ich musste dir schreiben, nachdem ich letzte Woche deinen Heiligen Geist miterleben durfte. Ich bin eine Sünderin. Ich bin seit Jahren nicht in die Kirche gegangen. Doch ich hörte von meinem Nachbarn eine Geschichte über Elisabeth Fischer. Ich dachte, die heißt nur Lisbeth. Und deine Wunder. Ich konnte fühlen, wie der Herr mir zuflüsterte und so fuhr ich den ganzen Weg von Truckee nach Haven Point. Als ich dein Engelsgesicht sah, wusste ich, dass mein Glaube zurück war. Du hast uns gezeigt, dass Gott lebt und durch Daniel wirkt. Du hast das Kreuz erhoben, genau wie er Jesus erhob. Ich habe meinen Glauben wiedergefunden und bin stärker denn je. Du wurdest gesandt, um zu beweisen, dass Gottes Liebe echt ist. Ich spare Geld, um dich erneut zu sehen und bete, dass ich für immer dienen kann. Deine Dienerin Lori Conway. PS, falls du reden möchtest, hier ist meine Nummer. Okay, weird. Oh, er hat das Armband noch. No matter what happened, I guess Finn was a real friend to Daniel. The Book of Daniel. So much for Hot Dog, man. Das Buch des Propheten Daniel, Kapitel 7. Ich, Daniel, war entsetzt, dass dies Gesicht erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Okay. Da ist noch eine Zeichnung. Oh, they're so cute. Ups.
Die nehmen wir auch mit. Wir wollen Daniel ja mitnehmen. Dann soll er ja ein bisschen was haben. Okay, es ist ein neues Souvenir. Wir haben ein paar Zeichnungen von Daniel selbst. This is quite the change from Power Bear and Friends. Definitiv. Papiere. What is this? Daniel Fisher? Oh no. No, that's total bullshit. And creepy. Nevada Eisenbahnmuseum, eine Reise in die Vergangenheit. Freitag, 28. April 2017. Ein Erwachsener, $20. Name Lisbeth Fisher. Nevada Eisenbahnmuseum, bla bla. Ein Kind, $10. Name Daniel Fisher. Aha. Was haben wir hier noch? Locked, of course. Shit. Schade. Maybe it opens the other door. Ich hätte gehofft, wir könnten da reingucken. Aber gut. Dann gehen wir jetzt... Oh, da ist noch eine Schublade. Haben wir da schon reingeschaut? Nope. Nothing here. Hätten wir uns auch schenken können. Gut. Dann gehen wir jetzt die andere Tür öffnen. Die erwischt uns doch bestimmt. Es wird doch bestimmt wieder so ein richtig... heißer Abgang. Yes, that's the one. Oh, perfect. Whoa. Is this her personal archive or something? Yeah. She keeps track of everything in here. Stuff about my sister must be in this one. Okay, I've got something. Must be what you're looking for. Damn. She has pneumonia? And for what I get, Lisbeth knows damn well she needs medical treatment. That's criminal. She's insane. Look, she has a file on you too. You can take a peek. And see how she really treats her flock. Man, what's all this? Were you, like, sick? Conversion therapy? Did they... wanted to cure you from... being... Pretty much. I always showed more interest in boys than girls. They thought I was a freak. A sinner. Didn't you tell your parents? You kidding? They wanted her to do that. Mom and Dad thought I had a demon inside. So did I. I really did believe I was a sinner, so I thought I had to atone for my sins. Boah, das ist so Sünde, Alter. Das ist so, so Sünde, dass er das gedacht hat und dass sie ihn das haben glauben lassen und dass sie selber der Meinung waren, er müsste Buße tun dafür. What the fuck? And, how did that go? Not good. I just prayed all the time and stopped hanging out with boys, girls, everybody. I got depressed, paranoid. Damn, Jake. After a few years, I was in a really bad place. I tried to hurt myself. Elizabeth was very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. I don't really get her, Sean. But Lisbeth does believe in all of this stuff. I had no clue about your life here. I'm sorry, Jake. I'm sorry I brought Daniel here. I was just so blown away when I saw what he could do. It was like a real miracle. I thought I'd found my faith again. Instead, I just hurt him. Hmm.
Das kriegen wir wieder hin, ne? Boah, Alter. Lass den armen Jungen doch. Das ist... Das macht mich einfach sauer. Das ist... Then let's make things right. We just have to get Daniel out of here. I hope so. And I'll get my sister to a hospital. Have her treated. I hope they'll help her. Definitiv, die werden definitiv besser versorgen als hier, aber ganz ehrlich, er braucht das Geld gerade auch mehr als wir. Keep our money. For your sister. She needs it. Oh, I can't do that, Sean. That's a lot of... We're okay. It will cover her medical bills. Wow. Thank you, Sean. Sean, are you there? What's up? You got company. That thug who works for Elizabeth. A woman just spoke with him. Now he's coming your way. This guy is dangerous, Sean. Trust me. Hey, I have a good plan to get him out of your way. He'll give you more time. Just give me the word. Yeah. Klar. Yeah. See what you can do. I will. Get ready. Sean, we gotta hide. Now. Ich habe ein bisschen Angst, dass er ihr was antut, aber ich meine, im Schrank verstecken ist so billig. Hurry up. Fuck. Falscher Schrank. Come on, Sean, we need to hide. Man, if he finds us here, we're screwed. Ja, aber ich bin doch schon versteckt. Warum versteckst du dich denn nicht mit da? Das ist kein sonderlich gutes Versteck. Hey, I know you're somewhere in here. And if I find you... Oh. What the fuck is going on? Sean, do you think... It's gotta be Karen. Oh, he's gone. Let's get out of here. God, ich dachte gerade, er findet uns. That was crazy. I really thought he was gonna catch us. The guy's leaving. Looks like my diversion worked out. Yeah. Nice job. Ich kann wissen, was sie gemacht hat. Look at that. Your mom is hardcore, Sean. Yeah. I guess she is. What? So we're all good now? I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Then let's meet up at the car, okay? All right. You be careful, okay? You too, Sean. Good luck. Sie hat Feuer gelegt? Was? Come in, Karen. See anything? No, you're all clear. Awesome. Talk later. Okay. Mir ist immer noch zu, ne? Ja. Locked, of course. Könnte ich sein, ich hätte zum Feuer muss. Ich will mich aber noch einmal umgucken hier. Der Vater ist auch weg. Oder zumindest der Mann mit dem Kind. Ich weiß ja nicht, ob es der Vater war. So you know what you're gonna do? No.
But let's do it. Oh, Lord. Let your power speak through this young vessel. I am your humble servant and will obey your every command. Speak to me. It's Daniel. Speak. I told you, he's kind of special. Hey. Sean! You came back? Enano, little cub. Come with me, Daniel. We're leaving. I'm sorry, Sean. I can't. She's full of shit, dude. And she's using you. Daniel has made his choice, Sean. But I'm offering you to join us again. Put your faith in me, and you'll be family. Never. So that's your final decision. May the Lord have mercy on your lost soul. It's time for you to leave our sanctuary. Right now. Not without my brother. I'm not going anywhere. This is my home. She's my family now. Daniel, listen. She's not your family. Sean, who is she? Our mother. She came here. For you. Oh, praise the Lord. Another miracle at our church. Wonderful. It's all right, Daniel. Go see her. I mean, she's right there. Don't be afraid. I don't know her. Of course. I know. This is hard for you, my son. Stop calling him that. You're just manipulating him, you sicko. That's in the eye of the beholder. But since you are his mother, let me ask you. How could you let your child wander alone in the wilderness? Where were you when Daniel was lost? Where? Listen, Daniel. I came here as soon as I found out you were here on your own. I'm not on my own. Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. You were blessed with a divine gift. And you cast him out into the world. Who the hell are you? You might have been his mother once, but when you abandoned him, you also gave up your rights. Isn't your God all about forgiveness? You have no idea what the Bible says. How can you pretend to care about these two children? You left them and your husband to seek out your base desires. Daniel, honey, she's trying to trick you. Please, think by yourself. You're smarter than this. Daniel, she's responsible for what happened to your father. You don't know anything. It was an accident. That's what this world is about. Accidents, injustice, pain. I'm just so sorry, Daniel. I know. I know how much I hurt you and your brother by leaving. I know it's not enough, but I hope we can talk about this together. That's what I've been trying to tell your brother, and I'm so glad he listened. You gotta trust us. She's using you for her selfish desires. Daniel, this time the choice is yours. Are you going to believe her, or me? I... That's right. You can't tempt Daniel from this garden. He'll stay with us, his true family. And we'll never leave him. Go to hell. Come on, Daniel. No! Stop! Reverend, are you okay? Nicholas, they're heretics, sent to desecrate our church. Okay, what now? Don't you understand? This is over, Sean. You have to talk to him. You can convince him, Sean. I won't leave you, Daniel. Not here. Don't be so stubborn, Sean. Your brother chose his path. Your friend, Sarah Lee? She's
very sick. And Lisbeth won't take her to a doctor. What? She wouldn't do that. This is pointless. Daniel knows who to trust. Don't listen to her religious bullshit. You need to have faith in yourself, not in her. But you said heaven and God existed. Why are you lying? You're right. He's wicked, unfaithful. Sie ist aus der Kirche geflogen. She was kicked out of her previous church. Yeah. They knew she was crazy. So she left and founded Haven Point. Why would they do that? Did she do something wrong? Liar! I left on my own because they were all blind. Don't believe his lies, Daniel. Brief von Karen. I found a letter from Karen, her mother, inside her house. She hid it from you, so you never know. She's looking for you. What? You told me she didn't want to see me. See what you have done. Hey, Inanno. Back off. No one is gonna keep me away from you. I said stop! Don't. I came all this way for you, and nobody will stop me. I'll even cross hell or whatever if I need. Sean! He must learn. Immer wieder aufstehen. Immer wieder aufstehen. Listen. I did my best job to be a good brother. And I know I probably failed. I took you for granted. I put you in danger. And I'm sorry. Sean, don't listen to him. He left you just like that harlot did. Shut him up. He can hit me as much as he wants. I won't give up on you. Don't hit him. Don't let them do that, Daniel. Und wieder hoch. Geben unseren Bruder nicht auf. Niemals. If I could go back in time, I would. We'd be in our living room in Seattle. That would get us pizza and snacks, then pick the movie, because we would always fight about it. And he always picked your movie. But I can't do that. All I can do now is fight. Quiet! What are you waiting for? We're the best team in Anno. Stop so it! So we have to keep going no. forward. What are you gonna doing? Kill him! Please! He's my brother! You can burn down our church, but not our faith. Daniel knows you're telling the truth. Don't give up. Hoch, hoch. Los. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Nothing. Wir kriegen ihn zurück. Nothing is gonna stop me, Daniel. We're brothers. I know. Dad always said our blood link was the most important thing. You know. Please. Stop. Leave him alone. Daniel. Listen to him. Und wieder hoch. I won't stop. No matter what she does. I'll come right back. Again. And again. I love you, Daniel. I do too. Shut him up! Now! Don't move! Just stop! If you want to kill me, then do it! I'm not afraid! Do it! Shoot! Don't! Go ahead! What? Shoot me in the face! And live it! Now! Stop! Daniel! Sean!
I'm sorry. I'm sorry. I was so confused. I thought she was someone else. I'm sorry. Sean, we need to get out of here. Now. Oh, no. No. You started this fire. You will all burn in this hell. Move. Let us go. Move it! You won't leave this place. Not with me alive. Wir haben Daniel zurück. Aber wir können sie nicht, wir können Daniel nicht bitten, sie aus dem Weg zu räumen, weil ich meine, also sie wird wahrscheinlich nichts tun, wenn wir ihr drohen. Sie wird nicht gehen. Wir haben gerade so viel für Daniel eingesteckt. Open the door and then. Daniel, after all I did for you, you can still repent. I don't believe you anymore. Ja, damit haben wir die vierte Episode abgeschlossen.
kann da gar nicht so viel zu sagen. Es ist mal wieder, die Story hat mich mal wieder gepackt. ja, wir haben Daniel zurückbekommen, indem wir Ausdauer bewiesen haben und immer wieder für ihn aufgestanden sind. Die Kleine ist auch raus, hier die Schwester von Jake. Die kann endlich zum Arzt und behandelt werden. Ja, ich denke, die Pastorin wird sich erholen. Die wird wahrscheinlich irgendwo ein neues Lager aufschlagen. Ja, ich glaube, eine Episode haben wir noch. Die Folge heute beende ich aber hier an dieser Stelle. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie immer. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Und ich werde euch jetzt noch den kleinen Trailer für die nächste Episode ranhängen. Viel Spaß. Vorher müssen wir uns aber noch die Entscheidung angucken. Und zwar, die beiden Sehtests haben wir bestanden. Haben den Agent gesagt, dass der Einbruch Finns Idee war, also das Krankenhaus geflüchtet, ohne jemanden zu verletzen. Okay, wir hätten Joey tatsächlich überzeugen können, dass der uns bei der Flucht hilft. Und wir hätten auch den Wächter angreifen können, was ich ja nicht wollte. Wir haben nicht mit Finn geredet. Aber wir hätten Finn auch nicht mit rausnehmen können. Okay. Du hast nach dem Spielzeug gegriffen und es nicht kaputt gemacht. Du hast dich geweigert zu singen und wurdest verprügelt. Wir sind mit dem Truck nach Haven Point gekommen. Wir können übrigens gerade nicht sehen, was andere Leute gemacht haben, weil ich im Offline-Modus bin, weil mein Internet gerade nicht funktioniert. Du hast der Kirche kein Geld gegeben. Du hast Karen erlaubt, sich dir zu öffnen. Du hast eine Zigarette mit Karen geraucht. Du hast Karens Hilfe bei der Reinigung deiner Wunde akzeptiert. Nikolaus hat Verdacht geschöpft, als du dich in Haven Point eingeschlichen hast, ja. Du hast dein Geld mit Jacob geteilt, du hast dich erfolgreich vor Nikolaus versteckt, du hast Lisbeth erschossen, ohne dass Daniel sie verletzte, das wäre eine Möglichkeit gewesen, okay. Du hast Daniel seine Kraft auf Lisbeth anwenden lassen, als er sie verletzte, du und Daniel habt Lisbeth verschont und man hätte Lisbeth auch erschießen können, als sie Daniel verletzt hat, okay, das wäre alles möglich gewesen. This is it. We made it, Daniel. What do we do now? Make our way across. You ready? Yeah, I think. So. Und damit wünsche ich euch jetzt endgültig einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr das Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.